Okay, scheint nicht so wichtig zu sein. Also, wenn es funktionieren würde, könnte sein, dass es eine neuere Version auch ist, aber wenn es funktionieren würde, wäre es eh nur für relativ unnütze Sachen. Mal abgesehen von dem. Also das Nützlichste wäre wirklich das Solarpanel noch. Was auch nicht so nützlich ist, aber ich kann mir ein Solarhelm machen. Das wäre schon auch nicht so toll, weil Schutz und so würden dadurch wirklich das vom Schutzwert und so her kannst du den vergessen. Ups. Falsche Dingens. Kiste. Was ich jetzt noch habe, ist Stahl. Und Staub, da kann ich jetzt auf jeden Fall hatte ich doch auch irgendwas, was ich noch nicht einschmelze. Titan zum Beispiel. Das müsste ich jetzt einschmelzen können, zum Beispiel. Und Aluminium glaube ich auch. Ja, was kann ich damit jetzt machen? Computermonitor, okay. Moment. Ich gehe gerade mal schlafen und dann gucke ich jetzt gerade noch mal einige Dinge nach. Und zwar kann ich denn warte mal. Iridium. Sollte ich auch langsam mal anfangen zu besorgen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Beziehungsweise warte, bevor ich irgendwas weitermache, mache ich hier noch eine Kleinigkeit, die hoffentlich meinen Lava-Dingens besser, den Generator, denn ich habe doch da schon zum Beispiel so ein Magma-Crew-Dings. Okay. Redstone brauche ich dann noch. So, dann kann ich schon mal auf jeden Fall. Ach Quatsch, so rum. Eisen. Noch etwas mehr, so. Dann mache ich 10 Zahnräder, 2 Stück. So. Dann brauche ich noch so ein Ding. Habe ich davon einen? Jawohl. So. Und jetzt kann ich
das herstellen, so. So. Das war die Engine, ne? Ja. Die ich da gerade vorbereitet habe. Das Ding kommt in die Mitte. Und jetzt kann ich mal das hier machen. Da brauche ich jetzt Gold für. Und noch ein Gold. Und Glas, Eisen. Lederziegel, Kupfer. Glas hier. Hier. Was das? Ja, sieht so aus. So, das Glas außenrum. Oh, ich habe sogar noch Gold, sehe ich gerade. So. Dann als nächstes nur noch so, 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 so. So. Jetzt machen wir mal so. Und das direkt daneben. Und dann mache ich hier ein Stack reicht erstmal. Da Netherbricks rein. Dann muss ich sehen, dass ich mir Eisen, Quatsch. Ein bisschen Lava irgendwo besorge. Das dürfte jetzt nicht das Problem werden. So. Mache ich einfach hier so. Dann habe ich ein bisschen Lava. Ganz simpel. Und dann schmeiße ich die Lava hier rein. Und dann sollte der Lava machen, die hier rauskommt. Theoretisch. Natürlich. Und links auch. Weil der hier braucht ja auch wieder neue Lava dann. Nicht wahr? Das geht ja sonst nicht. Steine kommen in die Steinkiste. So, jetzt lege ich mal ein paar Sachen ab, während ich da warte, dass das alles passiert. Und wenn es nicht passiert, dann muss ich das irgendwie fixen. Währenddessen kann ich auch noch mal nach meinen Hühnern gucken und mein Ding neu aufladen. Viertausend braucht er. Ach, der kriegt seine ganze Energie jetzt hier raus, ne?
Es ist auch mit der Zeit schon eine ganze Menge, selbst wenn es nicht sehr viel im. Obwohl doch, mittlerweile ist es, glaube ich, schon ähnlich viel wie aus dem Ding hier. Wenn auch jetzt insgesamt nicht sehr viel. Ey, Quatsch, insgesamt pro Zyklus, pro kompletten Zyklus ist es auch eine nennenswerte Menge, aber alles in allem vernachlässigbar, wenn man es. Das scheint nicht zu funktionieren, wa? Okay, dann anders. Vielleicht funktioniert's. Ein Transportrohr. Jetzt muss ich das natürlich irgendwie festmachen, ne? Kein Problem. So. Oh, doch, es ist was angekommen. Dann kann ich mir das Transportrohr auch sparen. Seht ihr, es läuft. Natürlich nicht besonders schnell. Quatsch, noch nicht, nicht besonders schnell, sondern einfach nur. Es ist noch, natürlich noch nicht besonders gut aufgefüllt, ist klar. Es war ja auch praktisch völlig leer. Aber es funktioniert, es funktioniert, es funktioniert. Das ist der entscheidende Punkt. Kann ich zwingend das auch hier einschmelzen? Nee. Kann ich denn aus Zinkdust alles machen? Brass Dust. Was kann ich aus Brass Dust alles machen? Warte. Da war was. Das kann ich wieder aufteilen. Toll. Aus Brass Ignot. Da kann ich wieder Dust draus machen. Ja. Aus Zinker nicht hinmachen. Toll. Aber nur geringfügige Mengen. Aber dafür brauche ich auch nur ein Stück, um ein Stück rauszukriegen. Das ist natürlich wiederum schon fast. Schon fast wieder eine Überlegung wert. Oh, natürlich hat das jetzt so nicht geklappt. Schon fast klar. Ich deaktiviere erstmal den rechten Output, dann muss er ja da links erstmal reingehen und dann
Wenn das Ding dann voll ist, dann kann ich es umschalten, dass er beides bedient. Nicht wahr? Dann funktioniert das. Okay, hier scheint er fertig zu sein. Irgendwas Nettes noch für mich. Naja, schon ein paar schöne Sachen, aber nichts super Nettes. Nichts super Nettes, aber damit kann ich leben. Kann ja auch nicht immer ein Diamant dabei sein, ne? Das kann ja nicht funktionieren. Ah, seht ihr, hier kommt was. Nee, es kommt nichts rein, im Gegenteil. Ist das die falsche Einstellung? Offensichtlich. Aber welches ist die richtige? Das lässt sich ganz einfach lösen. Diese schwere Frage. Indem ich nämlich erstmal den Energiekristall da rein tue. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, noch mal ein bisschen Zeit zu verschwenden. Doppelt zu verschwenden. Sehr schön. Nein, was ich aber eigentlich vorhatte, war natürlich hier noch mal eins abzudichten und da dann dran zu pappen. Ist ja nur logisch. So, und dann setze ich den Output darauf. So, kommt da jetzt was rein? Ich will es doch mal schwer hoffen. Hier kommt auf jeden Fall was rein, wie man sieht. Hier, kann ich jetzt so nicht sehen. Was da passiert? Doch, der leuchtet. Der leuchtet. Das heißt, er läuft. Wenn er nicht laufen würde, würde er nicht leuchten. Punkt. Aus. Ende. Gelände.
Ja, was mache ich denn mit Zink eigentlich? Ich wüsste gar nicht, was ich da jetzt. Wie Zinn kann ich es auch nicht verwenden. Was ich mal ausprobieren könnte, übrigens, wären die Knochen. Läuft das jetzt ja? Also, das leuchtet und was leuchtet, ist gut. Sage ich einfach mal so. Kann ich denn den noch irgendwie weiterverarbeiten irgendwie? Wahrscheinlich nicht, weil ist ja schon ein rein Element. Er hätte mich jetzt auch gewundert. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das ginge, weil Schwefel ist ja schon ein Reinelement. Da kannst du nichts mehr aufarbeiten oder so. Na, höchstens zu reinerem Schwefel, aber das ist hier ja nicht die Frage. Das war ja nicht die Frage. So, was ich jetzt nochmal mache, ist. Nein, kein Laserweg weiter dingsen. Knochenmehl. Kann ich da raus? Da raus kann ich doch bestimmt. Wäre da vielleicht nicht drin, aber dann da drin. Komm, das muss gehen. Ups. Kann so ja nicht gehen. Ach komm, das muss irgendwie, wo muss das gehen? Nein, kein Shape Crafting, ich will. Oder muss ich dafür Knochen nehmen? Kann natürlich auch sein. Sieht irgendwie nicht gerade ergiebig aus. Na egal, mache ich das auch in meiner Dingenstruhe. Wollen wir mal weiter gucken. Das sollte ich mal machen. Das sollte ich echt mal machen. Kann ich den nicht wieder? Da muss ich wahrscheinlich
Wahrscheinlich damit oder so. Das scheint mir ziemlich sinnvoll zu sein, das mal zu machen. Denn das Lazarett kann ich ja anscheinend in vielen Dingen gleich benutzen wie das Lapis Lazuli. Und ich krieg noch andere Sachen mit raus, mit denen ich auch was anfangen kann. Von daher muss ich hier machen, ne? Ja. Also das scheint mir sinnig. Scheint mir wirklich sinnig. Steine gebe ich ihm natürlich. Oh. Da halt nicht. Dann halt nicht mehr Steine. Seht ihr, der füllt sich auf. Genau wie er es tun sollte. Seht ihr, das war eine gute Anschaffung. Das war eine gute Anschaffung. Und mit diesen Worten lege ich mich jetzt ins Bett und während ich die Aufnahme pausiert habe, ernte ich mal hier das Feld. Und suche meine Feldhacke. Bis dann, ciao.